Hallo, ich meine lieben Zuschauer, ganz, ganz herzlich willkommen im, jetzt hätte ich gleich Landwirtschaftssimulator gesagt. Nee, auf keinen Fall. Heute sind wir mal in Planet Zoo. Ich habe mir einfach schon vor einiger Zeit vorgenommen, hier mal wieder was zu machen. Und heute nehme ich euch mal mit dazu. Ich habe tatsächlich ein paar Ideen. Die ganzen Meldungen hier oben, die blende ich gerne aus, weil ich die einfach hier ignoriere. Das ist gerade wieder mal ganz extrem. Es ist eine ganze Menge Straußbabys, die gerade erwachsen werden. Da muss ich dann sowieso in naher Zukunft wieder gucken, dass es nicht zu viele werden. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich in der ganzen Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, bewerkstelligt habe. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie das alles hier. Ich muss mich erst wieder reinfuchsen, ist ganz klar. Ja, lasst mich doch mal frei mit diesen Meldungen jetzt hier. Himmel. So. Ich habe die Gebäude hier vorne im Eingangsbereich alle verkleidet. Die haben alle praktisch eine Wand bekommen und haben ihre Überdachung über dem Ladenfenster sozusagen. Man sieht, wir haben sehr viele Besucher. Der Zoo scheint gut anzukommen. Auch auf dieser Seite habe ich das alles fertig gemacht soweit. Aber mit der Bepflanzung bin ich noch nicht komplett vorangekommen. Das ist halt sehr, sehr zeitaufwendig und die Zeit hat mir gefehlt. Ich habe die ganzen letzten, ich muss schon sagen, es sind Monate vergangen, seit ich das letzte Mal hier war und was gemacht habe. Diesen mittleren Bereich hier, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, den habe ich natürlich bepflanzt, das habe ich schon soweit fertig bekommen. Wie ihr seht, ich werde jetzt einfach mal pausieren, damit hier nicht irgendwas passiert, was ich dann nachher vielleicht nicht bemerke. Vor allen Dingen mit den Tieren, das darf nicht passieren. So, ich wollte euch nur zum Anfang alles nochmal in Bewegung zeigen. Hier drüben haben wir ja diese große Anlage mit gemischten Tieren aus der Savanne und so. Die fühlen sich auch alle gut. Ich habe das ausgelichtet. Es waren zu viele Tiere drin. Es gab ja mittlerweile viele Jungtiere. Und ich habe viele, viele Tiere verkaufen können. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Und ich habe dann, ja, hier, die sind natürlich immer noch genauso niedlich, wie sie schon immer waren. Unsere kleinen Mäuschen hier, wo haben wir sie? Wo sind sie gerade? Moment. Ah, hier. Ja. Schaut euch an, die Kleine. Ich mache gleich noch mal in Bewegung. Können wir die noch mal angucken? Ja, mit dem Zoom hier muss ich mich erst wieder ein bisschen einfuchsen. Ist nicht ganz einfach. Ah ja, jetzt. So. Die Erdmännchen sind halt und bleiben halt einfach so was ganz Besonderes, ne? Ist einfach so. Ist schon toll. Da wird gerade sauber gemacht. Okay. Und hier, guck da. Ach, das ist ja wieder herzig. Ja, das macht halt immer wieder Spaß, wenn man hier reinkommt und das anschaut. Das ist schon toll. Okay, da gehen wir noch mal kurz rüber. Ich mache noch mal Pause. So, jetzt muss ich aber in die Höhe gehen. Wir schauen auch noch mal bei den anderen Tieren kurz rein, bevor ich anfange, was anderes zu machen. Ganz hier vorne hatten wir ja die Strauße. Ich musste übrigens das Gehege ziemlich erhöhen. Ich habe keine Ahnung, warum das plötzlich so war, dass die Tiere hier plötzlich angefangen haben auszubrechen. Das muss nach dem Update irgendwie vielleicht anders gewesen sein. Vorher sind die hier über diese Wand niemals drüber gekommen. Auch da hinten, da habe ich eine Wand aus
Holz gezogen jetzt. Und die war erst auch nur halb so hoch. Die sind nie ausgebrochen. Und auf einmal sind die da hinten halt ausgebrochen. Ich weiß nicht genau warum. Habe ich nicht herausgefunden. Aber jetzt brechen sie nicht mehr aus. Und das ist schon mal auch ganz gut so. Naja, es ist, wie es ist, ne? Aber ich sehe gerade hier, ich weiß gar nicht, war denn das hier so korrekt mit dem Boden? Oder muss, naja, ich klicke mal einen an. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, hier Lebensqualität ist nicht so toll. Warum auch immer. Futterbeschäftigung, aha. Ja, es gibt bei Strauße bloß nicht so viel Auswahl. Das ist so eine Sache. Und ich kann ja nicht alles zupflastern mit diesen Teilen hier, die ich schon mehrfach aufgestellt habe. Das ist halt nicht so einfach. Aber ansonsten, immerhin 91% ist ja schon nicht ganz verkehrt. Und der Ernährungszustand ist halt sehr gut, wie es aussieht. Das ist schon in Ordnung. Das Gehege ist auch in Ordnung. Aha, guckt's. Alles 100%, also ist der Boden korrekt. Dann lassen wir alles so, wie es ist. Ganz klar. Jetzt wollen wir noch mal kurz das Gemeinschaftsgehege anschauen. Ja, hier ist ganz schön Leben drinne. Ich weiß nicht genau, ob das schon wieder zu viele sind. Die Warzenschweine, die haben sich ja unglaublich vermehrt. Guckt euch das mal an, die sind überall. Eieieiei. Ja, hier hat man Durst. Ja, sie klitschen auch ein bisschen durch. Ja, das ist aber normal, das kennt man ja. Aha, hier. Na, ihr? Ja, ein Albino-Zebra. Okay. Wir wollen mal gucken. Hier hinten hat es wohl vorhin gerade Futter gegeben. Okay. Ja. Mal schauen, was hier noch so alles zugange ist. Scheinen aber auch sehr zufrieden zu sein. Irgendwie sieht man das. Na, genau. Ja, ist schon schön. Ich mag halt Tiere und wenn man dann solche Fotos hier hat, solche Bilder, das ist schon besonders, finde ich. Und nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen, dass sie sich alle wohlfühlen. Hier hinten ist noch sehr viel Platz. Aber die brauchen auch sehr viel Platz, wenn so viele Tiere in einem Gehege sind. Spielzeug ist auch überall. Ah ja, dieser Baum hier, kann ich mich auch gut erinnern. Ist schon schön. Hier schleppt man das Spielzeug rum. Ja. Ja, ihr Kleinen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch kleine Giraffen irgendwo haben. Die hier scheinen alle erwachsen zu sein. Naja. Wie sieht's hier aus? Alles sauber, wunderbar. Das scheint also wirklich alles gut zu funktionieren. Ah, hier schläft man. Ja, prima. Kommt ein Zebra dazu, da stehen die Kleinen alle auf. Ja, so ist das halt. Aber im Moment sieht das wirklich alles sehr gut und friedlich aus, kann man nicht anders sagen. Das ist schon schön, wenn man das so sieht.
So, da werde ich mal auf Pause gehen wieder hier, dass nicht permanent irgendwelche Sachen hier passieren oder so. Ja, ja, weg da. Nein, nein, nein. Okay, das ist auch ein interessantes Bild jetzt hier. Möchte ich mal sagen, nicht schlecht. Na, komme ich hier ein bisschen höher wieder? Jetzt. Okay, die Tastatur hat irgendwie gerade eine Veränderung durchgemacht. Ich weiß gerade nicht warum. Vielleicht weil ich bin hier irgendwie im anderen Modus gelandet. Das war's. Ich wollte eigentlich ein bisschen höher rauf. So, jetzt klappt das wieder. Das hat drum gerade nicht funktioniert. So. Ja, das ist doch auch ein schöner Anblick hier. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir alle Tiere mal wieder gesehen soweit. Und da sollten wir mal schauen, dass wir was vorwärts machen können hier. Ich habe hier als letztes mit dem Rindenmulch hier gearbeitet und diese ganze Strecke eingefasst damit oder bedeckt, sagen wir mal eher. Und ich habe auch angefangen, hier die Abgrenzung zum Weg hin zu machen. Was ich dann eigentlich plane hier hinten. Denn hier haben wir sehr, sehr viel Platz. Ja, hier muss ich dann auch noch mit dem Mulch fertig machen. Das wird alles noch richtig bedeckt hier, ganz klar. Hier hinten möchte ich gern Dammwild unterbringen. Die brauchen ein großes Territorium, die Hirsche. Und das würde hier wahrscheinlich sehr, sehr gut herpassen. Aber das ist erstmal noch Plan. Und ich muss erstmal die Vorbereitungen dafür treffen. Natürlich lasse ich euch dann daran teilnehmen, wenn ich das mache. So, im Moment werde ich jetzt erstmal hier schauen, dass ich hier die Fläche nochmal eben kurz fertig bedecke. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte hier irgendwo ein kleines Viereck mir zurechtgepackt, was ich dafür verwenden kann. Und ich werde euch kurz mit dran teilnehmen lassen, wie ich das hier fertigstelle.
So, ich würde sagen, das genügt jetzt erstmal mit diesen ganzen Vorarbeiten hier, dass wir hier zumindest schon mal so weit zugange sind und nur noch pflanzen müssen, ne? Jetzt würde ich sagen, werden wir hier mal versuchen, den Grundstein zu legen für das neue Gehege. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Nächste, was mir so richtig am Herzen liegt und was ich jetzt wirklich starten werde. Also, gehen wir es mal an. Ja, meine lieben Zuschauer, bevor ich jetzt das neue Revier beginne, möchte ich euch noch einmal unsere Rothunde zeigen. Natürlich in Bewegung. Das haben wir vorher nämlich ganz und gar vergessen. Die sind nämlich auch sehr, sehr sehenswert. Schaut mal. Denen geht's aber auch gut hier. Das sind auch schöne Tiere. Irgendwie haben sie ein bisschen eine Ähnlichkeit mit dem Fuchs, nur sind sie viel langbeiniger, ne? Ah, es hat gerade Futter gegeben. Schaut mal jetzt. Bin ich aber gespannt. Da müssen sie gleich alle hier eintrudeln. Oder sind die so satt, dass die das noch nicht mal mehr mitkriegen hier? Die werden vielleicht viel zu sehr verwöhnt oder viel zu gut versorgt. Aber ich glaube, sowas gibt es eigentlich gar nicht, zu gut versorgt. Nur mal, ich habe es noch nicht erlebt, dass nicht die Tiere direkt angerannt kommen, wenn Futter da ist. Das ist ja interessant. Ach, die haben zwei verschiedene Stellen, wo gefüttert wird. Warum auch immer. Na gut. Vielleicht haben sie das hier auch aus diesem Spielzeug rausgeholt, das Futter. Das ist auch möglich. Die scheinen überhaupt keinen Hunger zu haben. Schaut es euch mal an. Ja. Gehst du baden? Das sieht so. Jawohl. Und jetzt kriegt bestimmt noch die Entengungs, oder nicht? Nein, diesmal nicht. Das habe ich nämlich schon mal beobachtet. Das sieht vielleicht interessant aus, wenn die der Ente Entengung verpassen. Ja, also die sind nicht hungrig und sehr zufrieden, wie es aussieht. So, ich stelle das jetzt mal auf Pause, das Spiel. So. Denn jetzt wollen wir erstmal beginnen, uns das Gelände da drüben zurechtzumachen. Da muss ich erstmal hochscrollen. So. Und jetzt gehen wir hier rüber. So, jetzt werde ich mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. Ich muss mal ein bisschen weiter rausscrollen, sonst ist das nicht so gut mit der Bauerei. Okay, ich will mal versuchen, hier irgendwie eine Art Platz zu schaffen. Das machen wir mal zuerst. Da müssen wir erstmal auf die Wege gehen. Da sind wir mal schon mal drauf. So, ich will das hier so ein bisschen smart gestalten. Mal gucken, ob mir das gelingt nach so langer Zeit. Nein, nein, nicht verbinden. Ach, jetzt hat er das ja verbunden, oder was? Das wollte ich nicht verbinden. Hallo. Na gut, ich lasse das noch mal weg, das geht ja auch. Mal gucken, was passiert dabei. Ah ja, genau. Hier auch noch mal. Wenn ich das jetzt gerade nach oben mache, ich weiß nicht, ob da auch irgendeine Möglichkeit besteht. Schauen. Naja, der will jetzt wieder hier verbinden. Ich wollte hier eigentlich in die Ecken rein. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bin offscreen ein bisschen fleißig gewesen, weil das wirklich eine sehr, sehr langwierige Sache ist. Ich habe hier dran an diesem Felsgebilde und der Gestaltung jetzt 4 Stunden lang intensiv gearbeitet. Das ist nicht ganz einfach und das kann man auch nicht während eines Videos einfach so machen. Ich werde jetzt aber ein bisschen weitermachen, damit ihr seht, wie ich das mache, wie ich da rangehe, wie sowas entsteht.
Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Aber dass ich das alles so richtig im Video fertig mache, das ist einfach nicht machbar. Oder aber im Zeitraffer. Das kann ich eventuell auch noch machen. Jedenfalls werde ich mal gucken, dass ich jetzt hier vorankomme, damit wir hier mal zu einem Ende kommen und das ein schönes Gehege wird. Es ist noch viel zu tun, wie ihr seht. Ich werde mich erstmal hier rüber begeben an die Seite. Ich habe mir überall so Felsen hergelegt, an den Stellen, wo ich welche brauche, um irgendwas zu gestalten. Man kann die ja kopieren, vervielfältigen und was auch immer und damit arbeiten. Und ich habe mir vorher einfach die passenden, aus meiner Sicht, die passenden dafür ausgesucht. Und diese verwende ich dann jetzt hier. Den werde ich jetzt erstmal auf dem Boden befördern. So. Und jetzt werde ich den vervielfältigen. Und da werde ich mal gucken, dass ich hier was gebastelt kriege. Die Ideen, die, also man weiß, wenn man damit anfängt, nicht genau, wie das wird. Das ergibt sich beim Bauen, ja. Da könnt ihr ja gerne ein bisschen zuschauen jetzt. Ich werde das jetzt in aller Ruhe versuchen, auf die Reihe zu bringen. Und wenn ich dann soweit bin, dann melde ich mich wieder. Also, bis gleich.
So, da wollen wir jetzt doch noch mal schauen, wie es den kleinen Tieren hier geht. Ich denke mal, die fühlen sich jetzt in ihrem Repertoire bestimmt schön, so richtig schön wohl, vermutlich. Die haben ordentlich Platz, können sich vermehren. Und das sieht hier recht gut aus. Lebensqualität 100, was wollen wir mehr? Alles bestens. Da bin ich zufrieden. Das ist ja toll, das hat sich gelohnt. Es war eine ganze Menge Arbeit, aber ja, das hat sich echt gelohnt. Und so wie ich das einschätze, ich habe das jetzt während der Bauerei nicht so richtig wirklich mitbekommen, aber ich glaube, wir haben schon Jungtiere. Wer bist du denn? 1,1 Jahr alt. Na also, wer sagt's denn? Wir haben tatsächlich Jungtiere. Ja, das ist doch prima. Und die hopsen hier rum. Das ist doch süß. Ja, es gab Futter. Alle her. Kommt mal alle her hier. Ja. Auch ist das niedlich. Wo ist denn der Papa eigentlich? Der Hirsch? Ach, da kommt er. Da kommt er. Der Papa. Ja. Der schwimmt erstmal gemütlich durchs Wasser. Da kriegt er nichts mehr ab, wenn er so langsam ist. Ihr habt alle schon aufgefressen. Ach, du lieber Himmel. Hä, du? Hast den Anschluss verpasst? Eieieiei. Oder hast du gar keinen Hunger? Nö, du hast keinen Hunger. Es sieht so aus. Du fühlst dich gut, das sieht man. Na denn. Ich muss mal gucken, wie ist denn eigentlich der Blick von hier vorne aus auf diesen Wasserfall da hinten. Da muss ich mal schauen, von hier aus. Da schauen die Leute ja. Ah, doch, das ist gut, kann man sehen. Das ist noch lange nicht fertig dekoriert. Hier vorne muss ich auch noch einiges machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ich denke mal, jetzt haben wir zumindest erstmal die Tiere zufriedengestellt. Die haben ein wunderbares Zuhause bekommen, finde ich. Auch wenn es viel Arbeit gemacht hat, aber das hat wieder mal richtig Spaß gemacht nach so vielen Monaten. Planet Zoo spielen, das war also jetzt mal wieder richtig, richtig gut. Muss ich also sagen. Ja, das ist eine feine Sache. Muss ich also wirklich gestehen. Aber es ist einfach auch so, man hat, das braucht mehrere Stunden, wenn man hier etwas zurecht machen möchte. Diese ganze Kleinarbeit, diese ganze Dekorationsgeschichte und so. Das ist ja nicht mal eben gemacht. Und weil man da sehr, sehr viel Zeit dafür braucht, muss ich die Zeit auch einplanen dafür. Und die habe ich bisher ganz einfach nicht wirklich gehabt. Ich will mal gucken, ob ich den gut in ins Bild kriege hier. Der ist doch so klar. Jetzt haut er ab. Schade. Sei mal nicht so stürmisch. Ja, noch besser wär's mit deiner Familie, ne? Genau. Stolzer Papa. Ja, du hast nichts zu fressen abgekriegt. Das ist nicht gut, ne? Aber das kommt ja schon wieder Futter. Guck mal. Guck mal. Aber jetzt, alle her, aber alle hierher, ganz schnell. Ja, ich will mal gucken, dass ich das einfangen kann. Jetzt sind wieder nicht alle Familienmitglieder hier. Naja, so ist das eben. Es ist nicht ganz einfach.
Jetzt habt ihr aber so viel, dass er drinnen umherstampft. Ja. Okay. Also die haben schon genügend. Da passiert nichts, die sind versorgt. Kann man so sagen. Okay. Ja, meine lieben Zuschauer, ich würde sagen, dann werde ich das für heute mal beenden. Das Spiel in Planet Zoo. Die Menschen sind zufriedengestellt und die Tiere sind zufriedengestellt. Wenn man sich das mal so von oben hier anschaut jetzt, da ist ganz schön was entstanden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, schönen Tag. Heute haben wir ja den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit euren Lieben und Angehörigen und Freunden oder Bekannten, je nachdem. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja nachher, wenn ich um 18 Uhr meinen Livestream mache. Also dann, entweder bis nachher oder bis zum nächsten Mal. Sagt heute Tschüssi, eure Mariezel.